Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Race Weekend. Heute reden wir über das 2016er Grand Prix von Belgien. Also mal wieder Formel 1 im Programm. Wie die letzten Male eigentlich auch, und ist ja, wird auch weiterhin eigentlich unser größtes Thema bereits sein. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel 1 Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum großen Preis von Belgien. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Natürlich werde ich auch heute nicht alleine kommentieren. Diese Ehre darf ich mit niemand anderem als mit Stefan Römer teilen. Wir zwei haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten über das Mittelfeld und den engen Kampf in eben diesem Mittelfeld. Warum glaubst du denn, Stefan, geht es da so eng zu? Ich denke, es liegt hauptsächlich an der Stabilität der Vorschriften. Denken wir mal nach, was es zum Ende der V8-Ära gab. 2012 hatten wir 7 Sieger in 7 Rennen. Wir sprachen damals von der Dominanz von Red Bull, doch da ging es selten um mehr als 2 oder 3 Zehntel einer Sekunde. Das aktuelle Schema gibt es jetzt seit ein paar Jahren, was sich um die Probleme der Beständigkeit kümmert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Autos noch technischer als zuvor sind, also wird es immer etwas dauern, bis sich das Ganze legt. Spar dir jegliche Überholversuche in Kurve 1, die ist viel zu eng. Konzentrier dich auf eine saubere Ausfahrt, damit du ordentlich Speed auf die Gerade bekommst. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifiers an. So, die brauchen wir uns näher angucken. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, wir starten als Kimi Räikkönen. Ein 5-Runden-Rennen hier und zum ersten Mal jetzt auf meinem Kanal Ultimative KI. Bin ich jetzt wahrscheinlich auch schon mal ziemlich weit hinten. Also ich habe mich auch bloß als 18. qualifiziert, aber ist ja auch eigentlich egal. Ich glaube, das Rennen ist ebenso mehr auf die echte Formel 1 eingehen, was im Training schon so passiert ist. Da werde ich eher nicht so ultimativ konzentriert sein, wie man das schon sehen kann. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Ich stoppe nochmal neu, so können wir die ultimative KI ja gar nicht testen, so richtig. So. Also ich habe jetzt erstes und zweites freies Training nahezu komplett gesehen. Und ich würde erstmal anfangen mit den Strafen, die bis jetzt mehr oder weniger feststehen. Also Elmar Eriksson, da weiß ich ehrlich gesagt alle nicht, wie viele Plätze. Er hat auf jeden Fall auch Teile getauscht, oder ich glaube, den 60 Teil eingebaut. Eine Antriebseinheit. Dann Hamilton, das stand ja schon mehr oder weniger fest. Also stand, da war ja bloß die Frage offen, ob in Monza oder hier. Und jetzt sieht es nach 35 Strafplätzen aus, also er hat gleich immer bei allen Teilen oder bei mehreren Teilen die 6. eingebaut und dann gleich die 7. noch genommen, weil es ja eh keinen Unterschied mehr macht. Also die haben da strategisch das clever gemacht, sollte man bei der 4 vielleicht nochmal drüber denken oder drüber überlegen, ob das einen Sinn macht, so vom Reglement, weil sowas ja eigentlich nie gedacht, dass jetzt einer hier aus dem Set ist. Das könnten sie ja wirklich alle in Australien hier 500 Strafplätze nehmen und da haben sie dann 10 komplette Antriebseinheiten zur Verfügung. Die ganze Saison ohne irgendeine Strafe bringen zu müssen. Also, so ist es mir wirklich nie gedacht, eigentlich. Dann hat auch noch Alonso, ich glaube 30, nee, Alonso hat 35 und Hamilton 30, glaube ich. So rum. Der hat halt 35 Strafplätze. Der hat aber nie von allen, also der war im ersten freien Training überall auf Anschlag und da hatten sie aber natürlich ein Wasserleck oder so. Da haben sie dann zum zweiten freien Training alles getauscht. Also überall bei 6, aber das war halt nicht absichtlich. Da wird Alonso sicherlich von hinten starten. Hamilton vorletzter sicherlich. Und dann ist auch ein Startschirm. Weil Eriksson hat, denke ich, vielleicht bis 5 Plätze Strafe. Aber vielleicht auch 10, dann wird er wahrscheinlich als Dritter zerstarten. Aber ist auch egal, Hamilton startet vielleicht sowieso aus der Box. Kommt drauf an. Ich würde auf jeden Fall eigentlich nicht allzu schlecht drin sein, weil wäre schon mal, falls es einen Unfall gäbe in Kurve 1 oder Berührung, wäre schon mal aus allem raus. So, kommen wir jetzt erstmal zur Weiterentwicklung und sowas. Offensichtlichen Motor kann man ja immer schlecht sagen, weil das sieht man ja nicht. Auf jeden Fall jetzt bei Sauber, hier werden wir gerade Eriksson vor uns sehen.
ist ja jetzt seit 2-3 Rennwochen eigentlich, glaube ich, ungefähr neue Geldgeber da, oder diese Geldgebergruppe. Und da hat man auch schon kräftig entwickelt. Und zwar gibt es einen neuen Frontflügel mit komplett neuer Nase, also es ist eine andere Halterung auch. Da hat uns Ericsson hier abdrängt. Also es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Auto, die Halterung des Frontflügels. Der Frontflügel ist auch an sich selber anders. Dann haben sie neuen Heckflügel. Weil den, also nicht unbedingt neuer, den hatten sie schon, haben sie zumindest schon getestet, aber das hat nicht hingehauen. Ich glaube, die Silverstone haben ihn getestet, weil eben der Frontflügel überhaupt nicht dazu gepasst hat. Und heutzutage muss das alles harmonieren. Und da können sie den jetzt das erste Mal, glaube ich, wirklich verwenden. Und dann haben sie noch neue Seitenteile. Verkleidung einfach, wird sich halt zeigen, ob das was bringt. Und ich glaube auch der Heckflügel hat ein bisschen neue Lackierung, ja, also bloß vom Sponsoren, das ist halt nicht schlecht gewesen ist. So, dann Mercedes fährt diesen bauchigen Flügel, diesen durchgebogenen. Und die haben auch schon wahrscheinlich den Monza-Flügel mal gezeigt, das muss man getestet, der ist so ähnlich, bloß dass er in der Mitte gerade ist. Also der ist auch außen gebogen und in der Mitte dann ein Stück gerade. Ja, weiß ich nicht hundertprozentig, ob er einen Monster gefahren hat, aber es sah so aus. So, bei Renault habe ich, glaube ich, einen neuen Heckflügel erkannt, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist nur wirklich auch schon ein bisschen her, seit Hockenheim, da habe ich nicht alles gesehen. Ich selber mit 24 Stunden in Sprache war. Deshalb kann ich das nicht hundertprozentig sagen, ob die wirklich einen neuen Heckflügel hat, aber ich habe ihn so noch nie gesehen. Aber auch nicht weltbewegend, also nichts, was wir noch nie gesehen haben. Ja, und mehr Entwicklung erstmal hat man eigentlich, wie ich jetzt nicht erkannt, und auch die Experten von Sky, also Matura und die dahinter und im Hintergrund sitzen, haben halt auch nicht weiter gesagt. Es haben ein paar Teams das Halo-System getestet. Rosberg ist damit sogar Bestzeit gefahren im ersten freien Training. So Leistungsverhältnisse. Red Bull war jetzt im zweiten freien Training vorne mit Verstappen, aber Hamilton und Rosberg haben nicht unbedingt alles gezeigt, Rosberg ist nur mit Gelben gefahren. Dafür sind die aber im ersten freien Training halt schon mit dem Roten gefahren, wo er in die Bestzeit gefahren ist mit Halo. Aber Verstappen war jetzt mit den Roten dann auch schneller als Rosberg im ersten Training, aber das kann man wirklich nicht vergleichen, weil da war die Strecke noch, das war ganz am Anfang, war die Strecke noch ziemlich grün, also rocking Gummi drauf und staubig fand ich auch ziemlich, also dreckig, auch sicherlich noch nicht so perfekt. Temperaturen sind ja auch sehr hohe erwartet, also wird sich zeigen, wie das mit den Reifen aussieht. Ferrari hat ja viele weiche, 7 weiche, glaube ich, plus 4 gelbe und einen harten. Die wussten natürlich zu dem Zeitpunkt, als sie die Reifen gewählt haben, also alle Teams noch nicht, wie das Wetter wird, dass es zu heiß wird, ist untypisch für Sparen. Im Rennen vielleicht ein geringes Regenrisiko, aber sonst ist es trocken. Sonst war eigentlich mehr Regen in Spa. Während wir uns hier jetzt noch ein bisschen nach vorne arbeiten können. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Also viel fehlt nicht mehr, bis wir ultimativ fahren können. Ich habe ja jetzt wirklich überhaupt nicht geübt. Bei Mercedes und Red Bull sind nicht ganz so weich wie Ferrari. Red Bull hat wenig gelbe, dafür mehr weiße im Vergleich zu anderen Teams und rote. Wie gesagt, das wird sich jetzt alles noch zeigen, wie das da von den Leistungsverhältnissen aussieht. Aber sonst ist eigentlich mir noch aufgefallen, Force India ist sehr stark. Hülkenberg war Dritter. Hülkenberg war Dritter im zweiten freien Training jetzt. Das war ziemlich gut. Vor Ferrari, aber Ferrari war bloß knapp dahinter. Also das hat kein Team wirklich überzeugt. Red Bull war gut, aber und natürlich Force India, aber von den Top-Teams. Es ist relativ eng miteinander. Ferrari vielleicht ein bisschen hinterher, wie es ja im letzten Rennen leider auch schon so war. Zumindest leider, wenn man Ferrari leiden kann. Das hat mein Glück. Ja. Was gibt's noch? Ich muss da mal auf meinen schlauen Zettel gucken hier neben mir. Achso, ja klar. Esteban Ocon, der übernimmt jetzt für dieses Rennwochenende, ich glaube für die restliche Saison erstmal.
Also wir sehen jetzt mit der restlichen Saison auf jeden Fall für dieses Wochenende das Cockpit von Rio Haryanto. Er hat sich die Startnummer 31 ausgesucht. Und ja, beendet erstmal das DTM-Engagement für Mercedes. Ist jetzt also, ist ja auch ein Mercedes Junior, aber sitzt jetzt also neben Werder und kämpft quasi direkt mit ihm, um irgendwann mal in den freies Mercedes-Cockpit zu kommen. Den Mercedes war sogar schon 31, also Hamilton und Rosberg, ohne Jünger. Dann haben jetzt erst bei Bill noch 2 Jahre Vertrag. Müssen wir halt erstmal abwarten, wie das danach läuft. Ja, Williams waren ja allzu schlecht. Bottas auf jeden Fall eine gute Zeit mit den Mediums gefahren im ersten freien Training. Wehrlein war stark im zweiten freien Training, 11. Und sonst war eigentlich nichts Besonderes zu erkennen. Alles wie immer eigentlich, also sauber geht wirklich voran, das freut mich auch, weil wir waren ja auch arg gebeutelt jetzt hier. In der Saison speziell als Privatteam mit wenig Geld. Finde ich es aber sehr gut, dass sie mir aufgegeben haben und immer weiter gekämpft haben. Jetzt haben sie vielleicht auch noch ein paar gute Updates am Auto, wird sich zeigen. Das waren ja quasi sonst mit dem alten Auto im letzten Jahr größtenteils. Also einfach kein Geld zum Entwickeln hatten. So, die 3 Strafen habe ich angesprochen. Wer es verpasst hat, spielt dann am Anfang zurück, also wer es wissen will. Dann die Updates an den Autos, die offensichtlichen. Achso, McLaren hat noch 9 Token genommen, glaube ich, um Motoren zu entwickeln. Das ist ja schon relativ viel. Also die haben ja grundlegend was verändert am Motor auch. Hoffen wir, dass es was bringt. Aber umso mehr die kleineren, die Teams, die nicht ganz vorne sind, jetzt machen, also an Upgrades, umso enger wird es ja. Auch noch für die Saison. Nächste Saison, aber ab dem Winter, ab Ende der Saison, schaffen sie ja dann die Token-Regel sowieso ab, finde ich kurz eigentlich. Da war jetzt viele Teams auch ziemlich beschränkt beim Entwickeln. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Pünktlich jetzt mit dem Ende der Session sind wir eigentlich auch durch mit unseren Themen. Also kommt gut ein hin. Fantastischer Sieg. Bei Haas gab es ein paar Probleme. Also Gutierrez hat echt Stefan, was hat hier ganz schön geklagt. Und ja, es gab auch eine kleine Premiere, zumindest in der Öffentlichkeit war es das erste Mal der Fall im zweiten freien Training, dass ein Auto, also die haben ja keine Anlasser, die Formel 1 oder das, nur durch die MGUK, glaube ich, MGUK, also durch die Batterie, selber starten konnte. Also der ist ausgerollt, glaube ich, oder zumindest ist irgendwas gewesen, angehalten, Auto war aus und der hat halt selber wieder starten können. Das war natürlich Palmer. Und ja, das kann ja durchaus zumindest auch für Qualifyings, wenn halt mal sowas ist, ein Auto abgestellt werden muss, die dann selber wieder starten können. Können sie halt noch wieder in die Box fahren und sparen viel Zeit und können vielleicht sogar eine Runde Qualifying setzen. Sonst werden sie halt raus. Also für solche Fälle ist das durchaus nützlich, wenn das geht. Ja, wie gesagt, das war's jetzt eigentlich auch. Ja gut, Männer hat, glaube ich, das ist auch nur Vermutung von mir. Das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, eine neue Nase. Und ja, sonst, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schön spannendes Rennen, dass euer Fahrer gewinnt. Und ich gebe noch meinen Tipp ab. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich tippe ja immer aggressiv. Dann mache ich hier. Ich tippe auf Verstappen. Ricciardo. Rosberg. Verstappen ist mein Podiumstipp. Also Ricciardo, Rosberg, Verstappen tippe ich. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, würde auf jeden Fall interessant klingen. Klingt interessant, wäre wahrscheinlich ein schönes Rennen. Ich hoffe mal, wird einfach spannend, dann bin ich zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen lehrreich. Und danke fürs Zusehen, macht's gut, ciao.